Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4. So, können wir noch weiter Flusen freimachen, genau. Eier eingesammelt, sehr gut. Carla Maria hat Vitaldünger gefunden und sie braucht mal Spaß und Hygiene. Level 5 der Geschicklichkeit erreicht, das ist gut. Du wirst ein bisschen nass da draußen, meine Liebe. Bei dir ist aber soweit alles okay. Ne, das sollst du nicht verwerfen. Du kannst das mal bewundern. Und dann an Sammler verkaufen. So, du möchtest malen, wenn inspiriert, ne? Drei emotionale. Du möchtest emotional sich bewundern. Anmachsprüche üben. Du wirst wahrscheinlich eher kokett, oder? Du bist noch am Flusen frei machen. So, wie sieht es denn bei dir aus? Musst du eigentlich Hausaufgaben machen? Nö. Hausaufgaben sind fertig. Wir haben Freitag. Wann hast du... 13.30 Uhr. Achso, du hast heute nochmal die Vorlesung, okay. Und dann musst du die Abschlussprüfung machen. Da können wir am Wochenende noch für lernen. Präsentation. Hä? Die hat er doch gehalten. Nee, hat er nicht. Warum nicht? Warum hast du die noch nicht gehalten, mein Lieber? So. Du bist selbstsicher. Mal hat man ein selbstsicheres Gemälde. So, du brauchst Spaß. Gemetzel im Mondlicht anschauen. Ich glaube nicht, dass das so das ist, was du tun solltest. Machen wir Sport, Spaß. Das ist, glaube ich, besser. Gemetzel im Mondlicht klingt jetzt nicht so spannend. Wo ist denn er hier? Er könnte eigentlich mal aufstehen und mal ein bisschen hier noch formen. Monika ist bei der Schule. Der Unterricht von Michelle beginnt in einer Stunde. Wie lange hält er denn die Präsentation? Oh, du bist schon fertig, meine Liebe. Oh, du musst duschen, ne? Fühlst dich unwohl. Geh mal duschen, meine Liebe. Und dann darfst du noch wieder ein bisschen Sportspaß machen. Oh, da hat Michelle mal... Oh, was liegt denn da? Achso, das hat Michelle repariert, ne? Das darfst du gleich mal wegwerfen und dann hier noch aufwischen. Da ist Kelly. Sie ist Senior. So. Traurig, weil feuchte Kleidung. Wir haben ja jetzt den Trockner, ne? Dann darfst du gleich nochmal die Wäsche in den Trockner tun. Wäsche bringen zu Trockner. Telefon. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten... Ja, mach ruhig. Vielen Dank. Ich glaube, wir werden ein Baby bekommen. Lea und Carla sind soeben gute Freunde geworden. Gut. So, du duscht. Wir gucken gerade, dass wir trockene Kleidung kriegen. Ja, die da draußen ist leider nass. Michelle besucht eine Vorlesung, sehr gut. Hatte seine Präsentation jetzt gehalten. Jawohl, hat er, sehr gut. Sehr schön.
Hast du die Wäsche jetzt? Nein, hast du nicht. Du solltest aber, meine Liebe. Oh, unsere Haushaltshilfe ist ein bisschen verkohlt. Ein ganz klein wenig. Da ist der Blitz auch eingeschlagen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Haben wir hier noch mehr? Nö, der Rest sieht okay aus. Die entsorgen wir mal. Die können wir auch mal entsorgen. Verängstigt, weil Gewitter. Das reparieren wir gerade mal. Braune Hahne sind die Jahre gekommen. Ah, du schaltest den ein. Okay. Sehr schön. So, du bist da am Spielen. Dann könntest du eigentlich. Kannst du das verbessern? Tempomat. Wäscht schneller. Machen wir. Michelle hat seine Hausarbeit zuversichtlich eingereicht. So, Kometen. Auf Monika kann das Wochenende genießen, da sie zu den besten Landgrabschülern gehört. Vielleicht kann sie trotzdem ein wenig Zeit opfern, um ein paar Zusatzpunkte zu sammeln, aber sicher doch. So, du musst gerade aufs Klo. Das machen wir mal als erstes. Kennenlernen, streicheln. So, und dann machen wir natürlich die Hausaufgaben. Du auch? Mein Lieber? So, und bei ihr kann ich hier gerade mal gucken, hast du ein Video hier? Nee, dann könnten wir auch mal wieder eins machen, ne? Bei dir ist ja soweit, ja, weitestgehend grün. Video aufnehmen, mach mal ein fröhliches Vlog. Du bist eh gerade glücklich. So. Du bist am Reparieren, du müsstest auch langsam aufs Klo. Sehr schön. Wunderbar. Hausaufgaben macht es ein bisschen, denke ich, bei dir aus. Ach, du schläfst schon wieder. Ach so, du bist dort. Ah, es hat aufgehört zu regnen. Sehr schön. Karl schläft schon wieder. Aber er kriegt langsam Hunger. Das heißt, du könntest mal aufstehen und mal runtergehen. Hier hingehen. Kein Fehler. Glaube, Markt von Finchwick müssen wir auch mal hin. Hausaufgaben fertig. Sehr schön. Dann kannst du direkt die Zusatzaufgaben machen, meine Liebe. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Und dann hast du das Wochenende frei. Dann hat sie das Wochenende nämlich frei. Carla hat Tuningteile erhalten. Ach so, genau, was sie hatte draußen Dings gemacht. Räumen wir mal kurz weg. Überspielen in Pfützen belehren. So. Und dann müssen wir so mal bürsten, ne? Entspannen. Nein, einmal reicht.
Aber sie will gebürstet werden. Spielen, mehr Auswahl. Tierpflege. Herbeirufen. Sie kann sie nicht bürsten. Okay. So, verbessert. Carla hat ja wohl Upgrade abgeschlossen, sehr schön. Ach, die Zwerge sind wieder da. Oder haben wir, oder sind die noch da? Ach, Brigitte ist da, sehr schön. Ästhetik beschreiben. Tag verschönern. Sich für Klaviersonaten begeistern. Eigentlich solltest du noch dein Video aufnehmen, meine Liebe. Beauty-Tipps. Oh, und es fängt wieder an zu regnen. Wie schön. Nicht. Hast du deine Hausaufgaben fertig? Du bist müde. Leg du dich mal schlafen. So, wo ist denn Karl? Da ist er. So, mehr Auswahl, Kinderbetreuung, Essen geben. Wie lange braucht Karl noch, bis er älter wird? Ah, schon noch ein paar Tage. Schon noch ein paar Tage. So, du machst dein Video, danach kannst du mal was essen. Lachs in der Kräuterkruste. Bleibst du hier? Bitte? Och. Essen geben. Schinken-Sandwich, besser. Hat Hunger und schmeißt das Essen weg. Ah, jetzt wird's besser. Wie sieht's denn bei dir aus? Du kriegst auch Hunger. Nicht weglaufen. Ganz normal die... So, jetzt kannst du ihn nämlich gerade wieder rauslassen. Dann kannst du auch noch was essen. Ein Gericht nehmen. Den Teller räume ich weg. So, du wirst müde, ne? Du kannst mal ins Bett gehen. So, oh, Monika schläft auch schon. Monika kriegt aber auch Hunger. Die sollte erst noch einen Happen essen. Ach so, die geht gerade dran. Okay. Deswegen geht es nicht. Das können wir verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Winterfestkarten können wir auch verkaufen. So. Dass wir dann nicht mitten in der Nacht aufwachen und Hunger haben, ne? Du kannst es dann noch verkaufen. Ah, ja. Beauty Tips Video. Fertig. Sehr gut. Dann haben wir eins, wenn wir wieder eins hochladen müssen. Sehr schön. Du hattest doch...
Na, da haben wir noch einen Zwerg reingetan. Den können wir auch noch verkaufen. Den können wir auch noch verkaufen. So. Was haben wir denn für Tränke? Angst, Adieu. Wünsche, Auffrischer. Selbstsicherheitspromiserum, Hygiene. Kokett. Energie. Spaß. Gegen Unwohl hilft das aber nicht. Das können wir gerade nochmal öffnen. Vielen Dank, dass du immer wieder deine Stimme erhebst. Nicht nur in sozialen Medien, sondern überall, um auf unsere Themen aufmerksam zu machen. Okay. Okay. Holst du dir was zu essen, meine Liebe? Holst du nicht? Speichern wir gerade mal, das hilft oft. Oder wählen es halt nochmal aus. Mehr Auswahl, mehr Auswahl. Ein Gericht nehmen. So. Reset. Sim. Carla. Kalzone. Groß-Kleinschreibung wichtig. Will gerade nicht. Dann machen wir es anders. Du schläfst, dann kannst du gerade mal. Outfit planen. Du schläfst auch. Sim bearbeiten. Da müssen wir kurz mal hin. Das hilft in aller Regel immer. Ist halt Sims. Bugs ohne Ende. Bin Nase Scheiben. So. Jetzt sollte dann wieder alles funktionieren, hoffe ich doch. Kannst du dich wieder schlafen legen? Du kannst dich auch wieder schlafen legen. Um 22 Uhr. Leg du dich mal schlafen. Müssen wir erst Testing Cheats 2 machen. So, Reset Sim Kala Kal Zone. Aus irgendeinem Grund macht er das nicht. Sims nervt. Sims nervt, das muss man schon sagen. Auch wenn ich es gerne spiele, aber das sind dann so Sachen, die absolut... Das passiert ständig, das ist das Problem. Das passiert einfach ständig. Ah, Halleluja, sie tut wieder. Sie funktioniert wieder. Monika macht eine Phase durch. Monika sollte schlafen. So. Ach, Carla. Was ist denn los? Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass sie das diese Folge nochmal wieder... Dass wir das in den Griff kriegen.
Ja, dann beenden wir die Folge an dieser Stelle. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.